Hallo VfB-Freunde, ich befinde mich jetzt hier im Aufzug hoch zum Fernsehturm. Es geht steil nach oben, eine Wahnsinnsgeschwindigkeit und zwar in einer Sekunde 5 Meter. Ich hoffe, dass es für den VfB Stuttgart in Zukunft auch so steil nach oben geht. Und oben wartet Personal Coach Holger Fischer auf mich im Gespräch. Da bin ich mal gespannt, er hat einiges mir zu erzählen. Ja, also hier oben auf dem Fernsehturm, da ist es ganz schön stürmisch. Ja, ich wäre schon froh gewesen, wenn beim Spiel gegen Bayern München im Sturm es auch so funktioniert hätte wie hier oben. Ja, also hier oben, da bläst ganz schön auf dem Fernsehturm. Nicht, dass ich noch über Stuttgart fliege, ja. Aber in Cannstatt landet er im Stadion. Jetzt gehen wir da runter mal einen Kaffee trinken. Was meinst du? Ich denke, es macht mehr Sinn, wie hier oben zu frieren. Ja, ist kein Problem. Ja, Holger, du arbeitest als Personal Coach. Und mich würde mal interessieren, was überhaupt dein Arbeitsgebiet ist. Ja gut, mein Arbeitsfeld ist nicht nur Sportler, ist auch Business, ist Privatperson, ist auch Showbiz. Ich mache nicht nur Personal Coach als solches, sondern es geht um Entwicklung von Persönlichkeiten, es geht auch um Krisensituationen, die Leute da rauszuholen und das in möglichst kurzer Zeit. Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass es zum Beispiel auch nach dieses Fehlverhalten auf dem Sportplatz von Molinaro auch vielleicht doch ein Fall wäre, auch wenn du nicht nur spezifisch für Sportler da zuständig bist, ob du da vielleicht auch was machen könntest. Ich glaube, da brauchen wir nichts machen, das passiert im Fußball und da jedes sollte man auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Da müssten wir jetzt natürlich auch den Kollegen Molinaro besser kennen, ne? Aber grundsätzlich passiert das in jedem Spieltag. Also solche Zweikämpfe und der Schiedsrichter bewertet es einmal so und andersmal bewertet es so. Ne? Also. Würdest du auch dir jetzt vielleicht zumuten, zutrauen, bei einem Verein spezifisch, jetzt beispielsweise bei VfB Stuttgart, ganz auf die Spieler einzugehen? Also grundsätzlich glaube ich eher nicht daran, dass es funktionieren wird, weil erstens nicht jeder Spieler macht es, zweitens soll das immer eine individuelle Geschichte sein und drittens ist es auch so, der Verein tut recht viel für seine Spieler und ich finde es wichtig, dass die Spieler auch selber Verantwortung übernehmen und das sind immer alles der Verein regelt. Also ich persönlich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht doch ein Spieler irgendwie mal als Beispiel irgendwelche vielleicht Privatprobleme hat. Ich meine, ein Trainer heutzutage, der hat mindestens 30 Mann im Kader. Und wenn der eine irgendwie vielleicht auf dem Platz doch nicht so funktioniert, wie sich der Trainer vorstellen kann, kann er auf den Einzelnen psychologisch nicht so eingehen, dass man dann doch Sven, vielleicht so einen Mann wie du zu Rate nimmt und sagt, du, unterhalte ich mich mal mit dem unter vier Augen, ob da nicht vielleicht was im Argen ist. Der Ansatz ist völlig richtig, aber ich glaube nicht, dass es Verein machen wird, weil dann ist es ja wieder auch eine Offenbarung von Schwäche und im Fußball herrscht ja immer noch dieses klassische Gladiatorentum, muss stark sein, darf keine Schwächen zeigen. Vom Grundsatz her ist der Ansatz richtig, aber ich glaube, die Zeit ist noch nicht reif dafür, dass das in Vereinen erstmal so implementiert wird. Jetzt habe ich eben mitbekommen, dass Trainer Felix Magath, der nächste Gegner, nicht mehr nach seinem 1:4, wo er verloren hat, jetzt spricht er aber auch schon bei seiner Mannschaft von der mentalen Stärke, die gefehlt hat. Was meinst du da dazu? Also er spricht auch schon von Mentalität, Mentalprobleme in der Mannschaft. Naja, ob das ein mentales Problem ist von der Mannschaft, sei dahingestellt, aber das wird dann immer oft als Ausrede genommen. Ich glaube, da gibt es so viele Dinge, die da noch gemacht werden müssen, damit es überhaupt eine Mannschaft wird. Von daher ist es so einfach, aber es ist halt für publikumsträchtig zu sagen, okay, wir haben ein mentales Problem. Ja, dann hoffe ich doch als VfB-Fan, dass wir beim nächsten Spiel gegen Wolfsburg eine mentale Stärke haben und deshalb werden wir jetzt ja auch tippen und ich bin da sehr zuversichtlich. Was meinst du? Also mein Tipp ist, ich sag's dir ganz ehrlich, der VfB Stuttgart, der macht nicht nur eins, der macht nicht nur zwei, der macht für mich, na gut, die haben ja 4:1 verloren, dann dürfen wir doch 3 Tore schießen und was ist es, bist du der Wolfsburger irgendwie in grün? 3:1 sage ich. Und du? Bist einverstanden? Ich tue mal den hier wegkicken und tue eins weg. Moment. Und sag dann 2:0 VfB. Okay. Das sind nur 2 Tore Unterschied. Oder? Ob 3:1 oder 2:0, Hauptsache 3 Punkte.